B1.2. Punkte AN mit x minus 0,5x plus 2,5 auf der geraden G und Punkte DN x minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25 auf der Parabel P haben dieselbe Abszisse x und sind zusammen mit den Punkten BN und CN die Eckpunkte von Trapezen AN, BN, CN, DN. Es gilt: Die Strecke ANBN ist parallel zur Strecke CNDN, der Winkel BNANDN ist immer 90 Grad, die x-Koordinate von AN ist immer kleiner als die x-Koordinate von BN. Weiterhin gilt, die Länge der Strecke ANBN ist immer 4 Längeneinheiten lang und die Strecke CNDN ist immer 2 Längeneinheiten lang. Zeichnen Sie die Trapeze A1, B1, C1, D1 für x gleich 2 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 9 in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. Hier sind jetzt wieder sehr viele Informationen auf einmal, aber es ist im Prinzip gar nicht so schwer. Man hat die Punkte AN, die auf der geraden G liegen. Man hat die Punkte DN, die auf der Parabel P liegen. Und zusätzlich noch ein paar weitere Eigenschaften, der Punkt BN und CN, die eben zusammen ein Trapez ergeben und eben die Strecke AN, AB parallel zu CD und die weiteren Eigenschaften hier. So, erste Aufgabe ist es, ein Trapez A1, B1, C1, D1 einzuzeichnen für x gleich 2. Wir setzen also die x-Koordinate gleich 2 einmal in den Punkt AN ein für x und einmal in den Punkt DN und erhalten so die Punktkoordinaten. Zum Einzeichnen können wir es uns aber noch einfacher machen. Wir schauen nach, wo ist x gleich 2. Das wäre hier der Fall. Und jetzt wissen wir, der Punkt A soll auf der geraden G liegen. Also ist der A1 hier zu finden und der D1 liegt auf der Parabel, ist also hier zu finden. So, weiter wissen wir, der Winkel BNANDN ist 90 Grad, also BNANDN, hier ist 90 Grad Winkel drin. Und weiter wissen wir, die Länge der Strecke ANBN ist 4 Längeneinheiten. Also wenn für AN gilt, oder für A1 gilt, x ist gleich 2, dann gilt für B2, dass x gleich 6 ist. Also müsste hier B1 liegen. Und weiter wissen wir, CNDN ist 2 Längeneinheiten lang und zusätzlich parallel zur Strecke ANBN. Also zeigen wir eine Parallele, die genau 2 Längeneinheiten lang ist. Also liegt hier der Punkt C1. Jetzt verbinden wir noch B1 mit C1. Und wir haben unser erstes Trapez. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal machen, allerdings für x gleich 9. Also wir schauen nach, wo ist x gleich 9? 1, 2, 3, 4. Hier wäre 5, 6, 7, 8. Das wäre hier der Fall. Dann hätten wir hier wieder den Punkt D2 diesmal. Hier wäre der Punkt A2. Wir wissen wieder, hier muss 90 Grad Winkel sein und A2, B2 ist wieder 4 Längeneinheiten lang. Also liegt hier der Punkt B2. Und wir wissen, von D2 nach C2 liegt parallel zu AB und ist 2 Längeneinheiten lang. Also liegt C2 hier. Dann machen wir B2 und C2 verbinden und wir haben das zweite Trapez gezeichnet.